Ich erinnere mich noch daran, dass ich zu mir selbst gesagt habe, ich will mich nie wieder verlieben. Ja, ich war so verletzt. Jedes Mal, wenn ich geliebt habe, habe ich sie verloren und wurde verletzt. Und ich will das nie wieder tun. Vielleicht, wenn ich irgendwo in ein Kloster gehe, wenn ich vielleicht nie, nie wieder heirate, dann werde ich glücklich sein. Und das liegt natürlich daran, dass wir immer wieder diese Art von Liebe vermeiden, die die ganze Schöpfung informiert. Diese Liebe ist heftig. Sie ist heftig, ja. Sie wird einen verzehren, einen über das Feuer halten, bis du verbrannt bist. Anstatt das zu sein, was man ist, natürlich ist das am Anfang alles, was du sehen wirst. Ja, du wirst die Person sehen, die perfekt ist, perfekt für dich ist, diejenige, die dich ganz machen kann und vervollständigen kann. Und dann eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr später entdeckst du, dass diese Person einfach nur zu dir zurückspiegelt, wer du wirklich bist. Ja, ich erinnere mich an einen Freund von mir, der sagte, er liebe seine Frau genauso, wie er ist. Ich liebe dich genauso, wie ich bin. Ja, anstatt ich liebe dich genauso, wie du bist. Und wenn wir aus dem Albtraum dieser Art von Liebe aufwachen, dass wir hoffen, diese eine Person zu finden, die uns versteht und uns holen und empfangen wird und uns für genau das akzeptiert, was wir sind, dann können wir anfangen zu lieben und zu verstehen und uns selbst als genau das zu akzeptieren, was wir sind. Und wir können die Art von Liebe entdecken, ja, die den heiligen Traum von der Schöpfung selbst antreibt, die darauf basiert, sich selbst vollständig zu akzeptieren, genau so, wie du bist, für das, was du bist. Und dann kann man eine Art von Liebe praktizieren, in der man verschwindet. Rumi, der Dichter Rumi, hat ein exquisites Gedicht, in dem er zu der Geliebten sagt, denn ich habe aufgehört zu existieren, nur du bist hier. Ich habe aufgehört zu existieren, nur du bist hier. Rumi sagte das zu Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals einen Geliebten hattet, der das zu euch gesagt hat. Im Allgemeinen ist es umgekehrt. Man sagt zu seinem Geliebten, denn du hast aufgehört zu existieren, nur ich bin hier. Ja, das Ego übernimmt dann die Oberhand, zerbricht die Möglichkeit der bedingungslosen Liebe. Aus diesem Strom der Liebe aufzuwachen, ist das Schwierigste, weil wir hoffen, dass unsere Eltern uns anders liebten. Wir hoffen, dass all unsere Ex-Partner dies erkannt haben und uns geehrt und gefeiert haben. Wir sind tief verletzt, weil wir die Liebe nicht fanden, die wir in der Welt gesucht haben. Und wir wussten doch nicht, dass die Liebe immer in uns gewohnt hatte. Sobald wir uns also selbst akzeptiert hatten, sobald wir uns für eine Erfahrung der göttlichen Liebe öffneten, die die ganze Schöpfung durchdringt, ja, die überall um uns herum ist, dann brechen wir den Zauber. Dann brechen wir den Zauber und verlassen den Albtraum. Ich erinnere mich noch daran, dass ich zu mir selbst gesagt habe, ich will mich nie wieder verlieben. Ja, ich war so verletzt. Jedes Mal, wenn ich geliebt habe, habe ich sie verloren und wurde verletzt. Und ich will das nie wieder tun. Vielleicht, wenn ich irgendwo in ein Kloster gehe, wenn ich vielleicht nie, nie wieder heirate, dann werde ich glücklich sein. Und das liegt natürlich daran, dass wir immer wieder diese Art von Liebe vermeiden, die die ganze Schöpfung informiert. Diese Liebe ist heftig. Sie ist heftig, ja. Sie wird einen verzehren, einen über das Feuer halten, bis du verbrannt bist, dass du komplett verschwindest. Denn diese Liebe ist keine Faszination mehr für sich selbst, sondern eine Faszination für die Schöpfung. Diese Liebe bringt dich weg davon, narzisstisch zu werden, mit der Welt beschäftigt zu sein, in der es nur um dich geht. Und es dreht sich alles um das Dienen dann, alles über die Manifestation der Schönheit darüber, für die Liebe zu kommen, statt nach ihr zu suchen, auf der Suche nach Liebe zu sein. Und man taucht aus dieser Liebe auf, indem man offenherzig und furchtlos wird. Und das ist die Formel, ja, das ist das, was uns aus diesem Albtraum herausbringt, die Liebe zu finden und bedingungslos akzeptiert zu werden.
Man wird furchtlos, wenn man weiß, dass dieses Leben einen durch Schmerz lehren wird und einen durch Freude lehren wird. Und trotzdem sagt man, hier bin ich bin bereit, lehre mich. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere jetzt unbedingt diesen Kanal. Denn schon bald findest du hier den nächsten Beitrag von einem deiner Top-Mentoren.